Der Bogen ist ein uraltes Jagdgerät unserer Vorfahren. Aber wie schwer ist es, mit Pfeil und Bogen ein Ziel zu treffen? Das möchte ich heute herausfinden und habe deswegen eine Verabredung mit Tobi. Er ist seit mehreren Jahren Bogenschütze und weiß, wie es funktioniert. Bevor wir loslegen, müssen wir erstmal dein dominantes Auge finden. Mein dominantes Auge? Was ist ein dominantes Auge? Du denkst, du siehst mit beiden Augen. Aber die Hauptinformation wird von einem Auge ans Gehirn geleitet. Das andere ist eher zum räumlichen Sehen da. Aha. Dazu haben wir einen Test. Diese Pappe hat ein Loch. Ja. Wir suchen uns irgendeinen Punkt in der Landschaft und gucken die ganze Zeit durch das Loch. Und das muss die ganze Zeit auf dem gleichen Punkt der Landschaft bleiben. Ja. Und da, wo die Pappe dann jetzt ist, das ist dein dominantes Auge. Bei dir ist das links? Richtig. Das geht automatisch dahin, du hast das nicht dahin geführt? Ja. Probier's doch selber mal aus. Okay, mach ich. Also Punkt in der Landschaft suchen, dann Pappe hinhalten, drauf gucken und drauf gucken, drauf drücken. Rechts. Richtig. Krasser Trick. Jetzt zeigt Tobi mir meinen Trainingsbogen. Der ist ja kaputt. Nein, der ist nicht kaputt. Der ist nur auseinandergebaut. Ach so, aber das finde ich hat schon wieder was Cooles. Sowas von Agent, so 007. Man muss erst sein Instrument zusammenbauen. Das ist der Griff. Und hier, das ist die Pfeilauflage. Das kleine Pödöpsel-Ding? Ja, da legt man den Pfeil drauf. Okay, hier ist noch was versteckt. Das sind die Wurfarme. Dazwischen wird die Sehne gespannt. So, wie spannen wir den jetzt? Dafür gehen wir zur Spannmaschine. Komm mal mit. Spannmaschine? Die braucht man, da das Spannen sonst mehr Kraft kosten würde. Boah, da ist ordentlich Zug drauf, ne? Ja. Komm rein, du Sehne. So, und jetzt? Einfach loslassen. Als letztes kommt das Visier an den Bogen. Und durch dieses Löchlein wird nachher mein dominantes Auge durchgucken. Richtig. Okay, Visier sitzt, das heißt, wir können jetzt Pfeile schießen. Nein, können wir noch nicht. Wir müssen jetzt erst noch mal den Bewegungsablauf trainieren. Dafür? Ach ja, der Bewegungsablauf. Haben wir diese Therabänder. Mhm. Ja. Stellen uns gerade hin, die Füße ungefähr schulterbreit. Mhm. Und spannen alle Muskeln an. Alle Muskeln anspannen? Ja. Dann guckst du mich erst an, dann bewegst du deinen Kopf zum Ziel. Und der bleibt dann da stehen. Stell dir vor, hier hast du deinen Bogen in der Hand. Ja. Und das ist deine Sehne, an der du ziehst. Mhm. Dann ziehst du die Sehne ein bisschen vor, wenn man vorspannen, nicht so viel. Mhm. Und dann hebst du deinen Arm und ziehst deine ganze Hand unter dein Kinn. Und das Kinn? Ja. Nein. Gerade. Die Sehne ist auch gerade. Wenn du immer gleich ankerst, das nennt man Ankern, wenn man hier ist, dann hast du die Sehne auch immer gleich. Mhm. Dann fliegt der Pfeil auch immer gleich. Und das ist gut, weil wenn ich einmal getroffen habe, weiß ich, immer so weiterschießen. Ganz genau. Okay. Also, noch nicht schießen? Ja. Jetzt drück mal das Schulterblatt zu meiner Hand. Drück meine Hand da weg. So. Du musst dir vorstellen, meine Hand ist da, du musst meine Hand wegdrücken. Und dann flitscht auch die Sehne aus der Hand, ja? Richtig. In dem Moment. Und dann musst du deine Hand, wenn du lösen willst, musst du deine Hand einfach, deinen Finger lockern. Ja. Und dann gehen die vorne ganz alleine auf. Und du musst dich nicht irgendwie deine Hand zurückziehen. Ja. Sondern das geht von ganz alleine. Gut. Das ist so ein Millimetersport, kann das sein? Ja, das kann gut sein. Okay. Vorspannen, ziehen und das Kinn und lösen. Das war gut. Und jetzt mit Pfeilen? Ja. Mit Pfeil! Aber Schutzausrüstung. Wieso brauche ich eine Schutzausrüstung? Ich schieße ja nicht auf mich selber. Ja, nicht extra. Aber? Du musst dir vorstellen, du schießt und du erschrickst dich. Mhm. Deine Sehne fliegt dir hier gegen den Arm. Und dann tut's weh. Tut weh. Ja. Und es kann sein, dass es blutet. Ja, dann hätte ich gerne eine Schutzausrüstung. Richtig. Okay. Das ist zum einen dieser Armschutz hier. Noch was? Ja. Du schießt die Sehne und die geht hier nicht nur gegen den Arm, sondern auch gegen die Brust. Was macht man dann da hier? Einen Streifschutz nehmen. Das ist quasi ein halber BH. Ja. So. Das hier schützt deine Finger. Weil halt auch sehr viel Zug auf deinem Bogen ist. Mhm. Okay, hier durch. Ja, und die Schutzausrüstung ist fertig. Auf welche Scheibe schießen wir? Wir schießen auf die da. Auf den kleinen gelben Pönöpel? Ja. Und warum schießen wir nicht auf eine richtige Scheibe? Weil es jetzt erstmal nicht darauf ankommt, zu treffen, sondern du brauchst einfach einen Zielpunkt. Du versuchst ihn zu treffen, aber das ist nicht schlimm, wenn du nicht triffst, solange die Pfeile alle zusammen sind. Es geht jetzt erstmal um die Technik. Okay, dann Pfeilauflage. Ja? Jetzt
fehlt nur eine Sache. Du knockst immer unter dem oberen Knockpunkt auf. Das bisschen macht was aus? Ja, das macht ganz, guck mal, auf die Spitze. Oh ja, Hebel, ne? Okay, also immer unter den Pönöpsel. Das ist kein Pönöpsel, das ist ein Knockpunkt. Unter den oberen Knockpunkt. Richtig. Gut. Jetzt nochmal die gleichen Schritte, wie ohne Fall, nur mit Fall jetzt. Und jetzt gegen meine Hand drücken. Gut. Und man spürt jetzt richtig, wie du mit der Schulter nach hinten gegangen bist. Ja, und das war richtig? Ja. Ich habe was richtig gemacht. Ja. Okay, nochmal gleich. Ja, so richtig gut ist das auch nicht. Getroffen habe ich ja so gut wie nicht. Ja, aber sie sind fast in einer Gruppe. Die Pfeile gehen zu hoch. Also verstellen wir das Visier weiter nach oben, damit du weiter nach unten triffst. Und dann kommen die eher in die Mitte? Ja. Das will ich machen, unbedingt. Das Wichtigste ist, immer den gleichen Bewegungsablauf millimetergenau beizubehalten. Dafür muss man sich extrem konzentrieren, aber es macht auch sehr viel Spaß. Ja! Nice!